Hallihallo, heute habe ich mal wieder etwas für euch gefunden, und zwar eine Kommandobox, CMD-Box. Download-Link hänge ich euch an. Bevor ich zu groß rede, zeige ich euch mal, was ich daraus gebastelt habe. Das ist so ein bisschen ein Terminal für einen selber, ne? Also kein Ersatz für ein richtiges Linux-Terminal, ein Terminal innerhalb seines eigenen Lazarus-Programmes, ne? Mit Befehlssatz, den man selber definieren kann. Wenn man will, kann man natürlich auch einige Terminal-Befehle simulieren. Aber im letzten Ende ist das Ding immer noch ein Lazarus-Programm. Ich könnte jetzt die Buttons und so weiter noch dazu machen, wenn ich denn wollte. Wie gesagt, den Download-Link hänge ich euch an. Ich habe hier schon mal ein paar Befehle definiert. Da kann man sich selber nur zum Beispiel about. YouTube kann Webrunner. Wunderbar. Workdir wäre das Verzeichnis, in dem ich gerade bin. Da habe ich mal so ein paar CD-Befehle simuliert. Zum Beispiel könnte ich ja unter Linux ls nehmen zum Auflisten. Geht hier, ne? Kann ich mir so einrichten, dass das geht. Ihr seht aber mein ls-Befehl, ne? Oder unter Windows dir würde auch funktionieren. So habe ich mir das hier eingestellt, dass das auch geht. Wunderbar. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Habe ich nur so 1 und 2 davor gestellt, ne, weil ich gedacht habe, ist vielleicht viel einfacher, wenn man jetzt 1 drückt und Enter. Und schon bin ich im Ordner Backup, anstatt mit CD dahin zu gehen. Oder einfach Punkt Punkt einzugeben, anstelle CD Punkt Punkt. Ne. CD Punkt Punkt geht übrigens auch. CD mit Leerzeichen oder ohne Leerzeichen. Ja, geht beides. Oder einfach Home einzugehen und wieder daheim. Ne. Home ist weg, wunderbar. Sehe da, da gibt es meine Unterordner, ja, meinetwegen, ja, sagen wir mal Dokumente. Und da sehe ich 1 Lazarus, gebe ich 1 ein, gebe ich da 2 Command Line ein und sehe da die entsprechenden Pascal-Dateien. Wunderbar, ne? Wenn ich wieder nicht weiß, was los ist, habe ich mir das hier unten in so eine Statuszeile reingepackt. Hab dann auch nochmal das Fragezeichen, ne? Welches Fragezeichen hätten Sie denn gern? So, das mit der Schweinchennase. Genau, ne? Da sehe ich auch nochmal meine Befehle. Ne? Prompt kann ich abschreiben. Prompt. Ne? Habe ich mir alles selber so gebastelt. Ne? Prompt. Alles, ne? Wenn mich das stört, kann ich das abschalten. Ne? Prompt wieder ein. Ich kann mir meinen eigenen Befehlssatz basteln, was ich für dicht denkbar und sinnvoll halte. C wie clear könnte ich machen. Ich könnte auch CLS, ne? Oder clear. Geht alles, ne? Was ich gerade will, kann ich mir selber machen. Oder ich gebe dir einen. Wunderbar, ne? Sehe da, ne? Ich kann ja natürlich auch rollen, was da vorher so war. Da gibt es die 1, wäre Backup, 2 wäre Lib. Wunderbar. Gehe ich mal 1 auf Backup, sehe ich die. Ich könnte auch 0 drücken. Ne? 0 ist bei mir auch das gleiche wie CD Punkt Punkt. Wunderbar. Kann ich mir selber basteln. Ich könnte natürlich auch ein paar Basis-Linux-Befehle einfach weiterleiten zum normalen Terminal, ne? Zum Beispiel lsb unterstrich Autokomplettierung habe ich nicht reingebastelt. Das muss man dann selber noch minus a, ne? Geht auch, wunderbar. Uname minus a, geht auch. Da werden die Befehle einfach weitergeleitet. Und wenn es sich um ein Programm handelt, das einfach nur kurz gestartet und einen Text ausgibt, dann geht das auch. Ne? Was nicht gehen würde, wäre zum Beispiel Nano. Das übernimmt ja das normale Terminal. Oder so was wie sudo apt-get-update. Ne? Erstens bin ich hier nicht root. Und zweitens müsste ich ja gefragt werden. Also das habe ich dann nicht eingebaut. Ne? Ist mir selber überlassen. Wenn ich das so will, kann ich das so machen. Ne? Gut, kann ich machen. Hier. Zack, bin ich wieder da. Also die Befehle kann man sich selber stricken. Kann man sich selber stricken. Gut. Ich habe jetzt mal Q wie quit. Könnte aber auch exit eingeben. So, wie machen wir das? Wenn ihr standardmäßig diese CMD-Box in eurem Lazarus IDE, also in der Entwicklerumgebung drin haben wollt, für immer und so weiter, dann könntet ihr die entsprechenden Packages hinzufügen. Das ist ein bisschen fummelig, ne? Fummelig. Die Packages sind in dem entsprechenden ZIP-Ordner, habe ich entpackt, ne? Das Download gebe ich euch, ne, von dem Command Line entpackt. Und da sind die Dateien drin und da ist unter anderem auch das Lazarus Package drin. Das kann man hinzufügen. Das ist dann erstmal nicht installiert. Und hier oben steht, zum Installieren müssen Sie die IDE neu kompilieren oder neu starten. Ne, Werkzeuge
kompiliere Lazarus, Lazarus neu starten, hat man so ein Symbol. Wem das alles viel zu schwierig ist, kopiert vielleicht einfach den ganzen Satz Dateien von dem Command Line einfach zu meinem Programm dazu. Und dann müsste das auch gefunden werden. Da wird eigentlich nur die Unit CMD Box benötigt. Gut, dann habe ich hier noch mehr drin. Zum Beispiel T-Process. Hatte ich schon mal in anderen Videos gezeigt, um einfach mal irgendein Programm auszuführen, ne? Dass man einfach mal auf irgendein Programm ausführen kann. Man wüsste vielleicht gar nicht welches. Ne? CMD wäre das Kommando inklusive Parameter. Das wird als ein Prozess gestartet. Und dann kriegt man eine Rückgabe, ne? Der Text, der zurückkommt eigentlich jetzt, ich sag mal jetzt von Linux oder Windows, wie auch immer. Und wenn das alles furchtbar schief läuft, dann, ach, sorry, ging nicht. Ne? Also ich habe es mal so ein bisschen probiert. Dann gibt's bei mir in diesem Programmelchen natürlich, da habe ich eine Unterfunktion unter Prozedur geschrieben, die habe ich Command genannt. Die kriegt den Input, der von diesem Objekt kommt. Ne? Ja. Wenn ich da was eintippe, Enter drücke, kommt Input zurück. Ja. Und da gibt's ein Input-Event, ne? Ein Ereignis. Mit Ereignissen haben wir es ne? CMD-Input. Ja. So. Wenn dieser Event ausgelöst wird, also ich tippe in den komischen schwarzen Kasten was ein, da wird dieser Input-Event ausgelöst, der ruft mein Programmelchen auf, ne? Und das wertet dann die ganzen Eingaben aus, ne? Was hat er denn jetzt wieder gemacht, ne? Da jetzt zum Beispiel About, ne? Wenn ich About eingegeben habe, dann schreibt er in diese CMD-Box rein mit write line, also mit Zeilenumbruch, YouTube, Com, so weiter. Ganz einfach, einfachste Geschichte. Ich unterscheide die ganzen Befehlchen mit Case. Case übrigens geht mittlerweile auch mit längeren Strings und nicht nur mit Characters. Ne? Oder wenn ich hier zum Beispiel C eingetippt habe, ne, sieht er hier, wenn clear, CLS oder C, dann macht die Box leer. Oder dann habe ich mir so eine Prompt-Befehl gebastelt. Ne? Da habe ich eine Umgebungsvariable Prompt, eine Show-Prompt. Und wenn die gesetzt ist, dann hängt doch das momentane Directory vor dem Prompt. Ist das nicht gesetzt, dann habe ich nur den Pfeil. Gut. Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte, das ist von der Kommandobox Start Read. Ne? Der holt quasi den Input immer wieder. Und das Ding muss man ständig wieder aufrufen. Ja, quasi am Leben erhalten. Und das macht quasi dieser Input-Event. Also wenn da was eingeben worden ist, wird immer wieder mein Dingens aufgerufen. Diese Funktion. Und am Ende ruft er wieder Start Read auf. Also das dreht sich dann immer im Kreis. Ne? Muss ja immer weitergehen. Gut. Dann habe ich mir diverse Befehlchen gebastelt. Ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, ne? Ja, wenn das jetzt unter Windows wäre, wäre Directory einfach dir. Unter Linux heißt es ls. Und wenn ich dieses Kommando jetzt an meine für das Programm aus Dingenskirchens übergebe, dann sollte unter Windows vielleicht mal dir und unter Linux ls ausgeführt werden. Oder wenn ich ipconfig unter Linux eingebe, geht das ja nicht, ne? Das heißt da ifconfig. Und sowas habe ich dann unterschieden. Hier mit Compiler-Direktiven noch. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und dann sieht man zum Beispiel, wenn der einfach nur CD eingibt, dann setzt er das momentane Directory, das angezeigt wird, auf das Directory des Benutzers, ne? Home Directory. Fertig. Ja? Und danach macht er bei mir nochmal, der ruft sich nochmal selber auf und ruft nochmal dir auf. Ne? D ist ja das Kommando D wie dir, wie ls. Bei mir 5, egal. Klappt alles, ne? Man kann eingeben, was man will, aber ausgeführt wird dann am Ende des Tages das dir-Kommando, ne? Nämlich das, was zum Betriebssystem passt, ne? Das habe ich ja oben hier gesagt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Linux, dann wird auf jeden Fall ls ausgeführt, egal welche da angegeben habe. Exec wird ausgeführt. Kriegt zurück eine Stringliste und damit kann ich dann weiterarbeiten, was auch immer ich möchte. Ne? Ja, zum Beispiel habe ich dann gesagt, ja, mach doch da so Buchstaben davor, also so Zahlen davor, ne? Kann ich machen. Oder mach's dann in Gelb oder wie auch immer. Ne? Hier zum Beispiel habe ich die Zahlen davor geschrieben, von den Directories und mit den spitzen Klammern. Das kann ich mir jetzt selber alles programmieren, wie ich lustig bin.
habe ich hier oben drin nichts gefunden und sage, naja, versuchen wir mal, das einfach so eiskalt, den Input, der da reingegeben worden ist, in das Fensterchen, mal eiskalt auszuführen. Ne? Dann gibt er das einfach an Exec, das Kommando weiter, führt es aus. Und wenn das furchtbar schief gegangen ist, passiert entweder nichts oder kommt die Fehlermeldung, ging gar nicht. Ne? So, wie gesagt, so sieht das aus. Probiert's mal aus, macht eure eigene Kommandobox. Vielleicht so eine Art Terminal für Kinder, ne? Dass die nichts Verkehrtes eingeben. Ne? Ja, kann man ja dann einschränken, wie man möchte. Ne? So, zum Beispiel baut kann man eingeben oder ihr definiert vollkommen frei eure eigenen Befehle, macht es kompatibel zu allen Betriebssystemen. Ne? Dann braucht ihr nur ein Benutzerhandbuch vielleicht schreiben. Ne? Dir geht immer oder LS geht immer. Bei mir habe ich gesagt, D geht genauso gut. Ne? Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel mal Punkt, Punkt, einfach zurückwechseln, Punkt, Punkt, zurückwechseln, Punkt, Punkt, immer eins höher. Ne? Geht normalerweise nicht, gibt es so einen Befehl nicht. Und sehe da drin zum Beispiel 4 ist Musik, 1 steht davor YouTube und sehe sofort die Liste. Was ich mit der Liste dann mache, ist euch ja wieder überlassen. Ne? 1 wäre jetzt wieder ein nächstes Verzeichnis, 1 tiefer, dann brauche ich den ganzen Spruch nicht. Ne? Kann natürlich immer noch mit CD, habe ich mir so programmiert, E00, da rein wechseln. Geht auch noch. Ne? Das habe ich hier ganz am Anfang nochmal definiert, wo ich gesagt habe, naja, wenn denn einer direkt den Pfad eingeben will, sei es wie es will, dann macht er das hier oben. Ne? Ja, wenn es also nicht CD allein ist, sondern CD mit dem Leerzeichen, danach kommen keine 2 Punkte, dann kann er auch mal selber wechseln. Das habe ich mir noch da rein. Also ihr seid Herr eures eigenen Terminals und ihr könnt den Rest, ne, das ist ein ganz normales LAZ-Programm, ihr könnt natürlich jetzt noch Buttons da reinknallen und was ihr alles wollt. Das muss ja nicht jetzt der Weisheit letzter Schluss sein. Home, Schluss damit. Q wie Quit. Wie gesagt, Link zu dem entsprechenden Box, ne, CMD-Box hänge ich euch an und zu meinem Programm natürlich auch. Dass ihr, nachdem ihr CMD-Box installiert habt, dann selber mal erweitern könnt, mit rumspielen könnt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Das soll jetzt kein Ersatz fürs Terminal werden. Weil diese Shells, die sind ja schon seit, was weiß ich, 30 Jahren in Entwicklung. Und natürlich entsprechend ausgereift. Das ist eure eigene Command-Box. Was auch immer euch an Schweinereien einfällt, könnt ihr damit machen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.